GCK Lions aus der National League B sind im Cup auf Ambri Piotta aus der National League A getroffen. Die Frage hat also gelautet, kann der Underdog aus Zürich den Oberklassigen Tessiner allenfalls ein Bein stellen? Für den Unterklassik hat das Unterfangen schon mal vielversprechend angefangen. Der Jan Neuenschwander kann den Führungstreffer bereits in der vierten Minute in Unterzahl für die Gastgeber erzielen. Ein Start, der am Serge Pelletier kaum gefallen hat. Die Reaktion seiner Mannschaft hat dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Der Adrien Lauper kann die Partie in der 11. Minute wieder ausgleichen. Er umkämpft zuerst das Drittel, wo auch ohne Stock sehr viel Einsatz gezeigt wird. Kurz vor Drittelsend könnte Tessiner durch einen sehenswerten Treffer von Minty Pestoni erstmals in Führung gehen. In der Verlangsamung sehen wir nochmal, wie der Tessiner den Niklas Schlegel oben rechts verwünscht. Ein Treffer, der ihm wahrscheinlich auch nicht Alltag gelingt. Die Favoriten führen nach 20 Minuten in einer unterhaltsamen Partie, die von 460 Zuschauern in der Eiskunstbahn von Küsnacht beobachtet wird. Im zweiten Drittel kommen die Gäste nochmal zu einigen guten Torchancen, können jedoch nicht reüssieren. Nach 40 Minuten heisst es also immer noch 2:1. Alles noch möglich für die Unterklassik. Früh im dritten Drittel erstickt jedoch der Marc Pastel die Hoffnungen der Zürcher im Keim. Er erzielt in der 44. Minute nach einem Fehler der GCK-Abwehr 3:1. Da ärgert sich der Headcoach der GCK Lions, der Mattia Latalo. Das war nämlich die Entscheidung. Ambri erhöht in der 51. Minute durch einen Treffer von Daniele Grassi auf 4:1. Die mitgereisten Ambri-Fans können sich also nach einem Fehlstart doch noch über das Weiterkommen ihrer Mannschaft freuen. Ambri Piotta gewinnt das Spiel standesgemäß mit 4:1. Wir haben uns nach dem Spiel noch mit Akteuren vom Match unterhalten. Sie haben eigentlich recht gute Chancen gehabt. Ich glaube, es war noch ein enger Match bis zum 2:1 und dann haben wir es 3:1 gemacht und dann im 4:1 haben wir es sicher heimgebracht. Aber ich glaube, es war recht eng. Ich meine, sie könnten auch 2:2 machen. Von dem sind wir sicher froh, dass wir die erste Runde durch. Die ersten 40 Minuten sehr gut gespielt, haben wir den Niveau gehalten, aber nachher haben wir dumme Fehler gemacht. Das haben wir einfach nicht machen müssen und das letzte Drittel ist einfach passiert, was passiert ist. Wir haben gut angefangen, sind gute Spiele gestartet. Klar hat man gemerkt, dass Ambri mehr Klasse in der Mannschaft hat. Aber bis 40 Minuten waren wir eigentlich dabei gewesen. Nachher haben wir ein bisschen nachgelassen, sind wahrscheinlich einen Gang aufgeschaltet. Und schlussendlich hat es nicht gelangt. Am Schluss sieht es souveräner aus, als es war. Wir hatten Schwierigkeiten, ein bisschen Spiel reinzukommen. Das erste und zweite Drittel ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie haben uns das Leben auch schwer gemacht, sie haben gut gespielt. Und, ich glaube, das Resultat ist ganz am Schluss ein bisschen höher, als der Match war.